Hallo Freunde, es ist mal wieder Zeit für Super Mario Sunshine und ich mache auch direkt wieder weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe, nämlich in Lidus Arena, der Hotelwelt. Da habe ich ja gerade mal zwei Kapitel gemacht und jetzt werde ich mich natürlich um das dritte kümmern. Lidus Arena, Kapitel 3, Hotel Delfinus Mysterium. Das wird jetzt ein ganz besonders kompliziertes, umständliches Kapitel. Aber Kenner des Spiels werden schon wissen, was mich jetzt erwartet. Das war auch eines der Kapitel, wo ich früher wirklich nie so wirklich gewusst habe, wie man das löst und wie man da an die Insignie kommt, aber ihr werdet schon noch sehen. Ah, geschätzter Mario, tritt bitte ein. Zögerst du etwa? Komm schon, gib dir einen Ruck. Natürlich spielt sich das Ganze wieder im Hotel ab. Und zwar sehen wir hier ein Yoshi-Ei. Und wir brauchen Yoshi, dass wir an die Insignie kommen. Und das Besondere ist, er möchte eine Ananas, dass er schlüpft. Und wenn wir jetzt hier zum Obstchen rübergehen, dann sehen wir, dass die gar keine Ananas haben. Und das ist das Problem, beziehungsweise das ist das, was das ganze Kapitel so umständlich macht, weil die Ananas befindet sich nämlich in einem anderen Raum und ja, da müssen wir erstmal hinkommen. So, wir sind hier gleich mal ganz frech auf dem Damenklo, wo es aber nichts gibt. Dann gehen wir doch mal auf die Herrentoilette. Und auf der Herrentoilette kann ich euch mal zeigen, dass hier Wasser runterrinnt und das bedeutet, hier ist ein geheimer Weg nach oben. So, jetzt sind wir hier gerade... Ich weiß nicht, das ist sicher eher so ein... Whirlpool, Badewanne? Na egal. Hey, dreh die Kamera. Dankeschön. So, hier ist jetzt ein ganz besonderes Spiel. Wenn wir das nämlich anspritzen, dann... Dann ist hier ein Buhu und wir können durch das Bild hindurchspringen. Oh, es gibt immer noch Buhus in dem Hotel. Wow, und noch mehr Buhus. So, und wir müssen in den Nebenraum und zwar ganz einfach hier diese Schrankwände bespritzen, damit sich ein... Also damit man einen Buhu erkennen kann. So. Wunderbar. Geöffnet und jetzt können wir hier weiter. Whee. Mensch, Mario, spring doch mal richtig. Oh, komm schon. Und. Hepp. Genau. So, jetzt bin ich hier. Oh, die Insigne kann man sogar schon hören, aber... Da kommen wir noch nicht ran. So, hier kommt man in einen Nebenraum mit einer blauen Münze. Sehr schön. Und jetzt einfach hier eine Stampfattacke auf diese Fliese. Zack. So. Und jetzt bin ich endlich in dem Raum, wo es Ananas gibt. Eine Ananas. Und Mario kann sogar mit der Ananas die Tür öffnen. Einfach hier B drücken. Zack. Und endlich haben wir eine Ananas für Yoshi. Endlich. So, und jetzt kann ich mit Yoshi auch die Insignie holen. Aber so einfach ist es immer noch nicht. Die Insignie befindet sich nämlich hier drin. Das hier soll quasi der Swimmingpool sein. Ein bisschen wenig Wasser, wie ich finde. Aber erstens, man kann, wenn man auf Yoshi rettet, keine Türen öffnen, aber selbst dann lässt uns der blaue Palmer da drüben nicht hinein. Und wir müssen hier, ihr seht schon, da ist ein Loch in der Decke, da müssen wir rein. Und das geht nur, wenn wir jetzt hier in dieses Zimmer gehen und über dieses Bett zum Dachboden hochspringen. So, und hier gibt es jetzt schlafende Buhus, die man mit Yoshi auffressen kann. Sehr schön. So, und von hier aus müssen wir uns jetzt unseren Weg finden. So, das ist, glaube ich, eine falsche blaue Münze, weil
Das könnt ihr auch erkennen. Echte Münzen, die drehen sich nämlich und falsche Münzen drehen sich nicht. So, ich glaube, hier ist nicht der richtige Weg. So, ich weiß auch nie wirklich genau, wo ich da hin muss, aber ich glaube, es ist irgendwo hier hinten. So. Autsch! Hey! So ein Arschloch. Blöde Buhus, ich hasse Buhus. So, ich glaube, da hinten muss ich vielleicht hin. Das stimmt. Hä? Oh, Moment mal, hier ist eine echte blaue Münze. Sehr schön. Gut, ich glaube, das war dann hier. Hier runter. Hier lang und hier eine Stampfattacke auf diese brüchige Deckenfliese machen. Und? Jawohl, ich bin bei der Insigne. Wunderbar. Bravissimo. Und wir freuen uns mit Yoshi gemeinsam. 62 Insignien habe ich schon. Da fehlt aber immer noch eine ganze Menge. Aber naja. So, das war Kapitel 3. Darauf folgt natürlich Kapitel 4. Lido Sirena Kapitel 4, das Geheimnis von Casino Delfino. Ja, das ist wieder mal ein Level, wo uns der Dreck weggeklaut wird. Aber das bin ich ja schon gewohnt. Deswegen weiß ich auch, was mich erwartet. Hier wird fleißig Hula getanzt. So, gibt es jetzt hier irgendwo unten drunter eine blaue Münze oder immer noch nicht? Jo, hier gibt es eine. Sehr schön. Die habe ich eigentlich schon die ganze Zeit gesucht. Wenn Mario da bitte ranspringen würde. Dankeschön. So. Gut, da drüben gibt es nur gelbe Münzen, die sind mir egal. Nun, Mario, schau doch mal beim Casino vorbei. Ich sag meinen Jungs, dass du kommst. Auf, geh schon. Yeah, jetzt können wir ein bisschen zocken. Wir gehen ins Casino. Dieses Hotel hat sogar ein eigenes Casino, und zwar hier drüben. Ah, Mario, hier entlang bitte. Ist das nicht traumhaft, könnte man sagen, für alle, die darauf stehen. Hier ist ein riesiges Roulette. Und hier sind Spielautomaten. Ich glaube sogar, bei einigen, die nicht besetzt sind, springen blaue Münzen raus. Glaube ich zumindest. Hier nicht, aber vielleicht auf der anderen Seite. Ich bilde es mir zumindest ein. Ich kann mich aber auch irren. Vielleicht geht das aber auch erst später. Okay, das geht scheinbar erst später. So, was müssen wir machen? Wir müssen hier bei diesen Automaten hier mit Wasser dagegen spritzen. Ja. Und wir müssen das eigentlich so lange machen, bis wir dreimal die 7 haben. Und das kann man irgendwie nicht wirklich beeinflussen, weil bei diesem hier drehen sich die Rollen alle zusammen, beim anderen glaube ich jede einzeln. Und hier kommt jedes Mal ein dämlicher Buhu raus. Es ist eigentlich auch total egal, wo man das Wasser hinspritzt. Es geht mir einfach auf die Nerven. Also das hasse ich an diesem Kapitel, dass man hier... Oh, Moment, Moment! Aha! Yeah! Hier haben wir schon dreimal die 7. Jetzt muss ich noch auf die andere Seite und hier auch dreimal die 7. Dann öffnet sich der Vorhang da drüben. So, hier ist es... doch etwas einfacher, genau. Haha! Jawohl!
So, und hier müssen wir jetzt noch ein kleines Rätsel lösen, und zwar einfach mit dem Wasserstrahl gegen diese ganzen Platten hier spritzen, damit dann irgendwann ein Insignien-Symbol zu erkennen ist. So, und das Nervige hier ist wieder, dass die sich, obwohl ich nur ganz kurz nur dagegen spritze, dass die sich wie verrückt um sich selbst drehen. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. So, okay. Am besten immer nur ganz kurz spritzen. So, komm schon. Komm schon. Hallo. Hey. Ah, da geht doch so. Jetzt hier unten in der Ecke. Und hier und hier und... Oh, na toll, ganz genau in der Mitte. Ja, da dreht sich gleich wieder viel mehr. Eh klar. So. Nein, ich will noch das hier treffen. So, jetzt noch das hier. Okay, also ich muss mal ein bisschen experimentieren mit dem Wasser. So, komm schon, komm schon. Oh Mann! Hey! Oh, so, und jetzt nur noch mal rechts unten die Ecke. Haha! Jawohl, und hier ist eine geheime Röhre entstanden. Also aufgedeckt worden. Und wieder mal kein Dreck weg, aber das macht gar nichts. Die Insigne hole ich mir natürlich trotzdem. Wow. Ziemlich viele Riesenblöcke hier. Und auch einer, der sich dreht. Das eigentlich sind sie ja keine Blöcke, das sind eher Würfel. Dieser Level sieht eigentlich ziemlich angenehm eigentlich aus. Also hier so vom hier so Sonnenuntergang und Möwen. Man sollte trotzdem nicht runterfallen. Oh cool, ein extra Leben. Extra Life. Komm schon. Danke. So, Moment, ich muss nur die Würfel beobachten, wie die sich verschieben. Ah, sehr gut. So, jetzt muss ich hier rauf. Wow, so ganz vorsichtig. Vorsichtig. So, die Holzbalken. Nein! Mario, was machst du? Oh mein Gott. Boah, das war jetzt knapp. Warum bist du schon wieder nicht richtig gesprungen? Hm? Kannst du mir das mal verraten, Mario? Nein, er kann es mir sicher nicht verraten. So, auf dieses eine extra Leben pfeife ich, bevor ich wieder runterfall. Wow, und hier ist noch ein ganz riesiger Würfel. So. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Ich schaffe es! Jawohl, beim ersten Versuch. Boah, das war wirklich knapp. Ich habe echt schon geglaubt, ich versau es. Weil das so ausgesehen hat, als würde Mario runterfallen, aber... Glücklicherweise ja doch nicht. Sehr gut. Sehr schön. Gut, Leute. Ich werde aber diesen Part jetzt doch einmal frühzeitig schon beenden, damit ich im nächsten Part dann nämlich die volle Zeit habe. Da erwartet mich dann nämlich wieder ein Bosskampf. Und... ja, deswegen sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Tschüss!